Willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit Random. Hi, Random. Auf der Playstation. Mal wieder allein unterwegs. Was heißt allein? Wo ist der Random jetzt hin? Dark Spark und Honey sind auf jeden Fall auch mit dabei. Ups. Ja, man merkt vielleicht, dass ich jetzt in letzter Zeit beim PC unterwegs war. Da sind die Skillchecks nämlich ein bisschen anders als... Oh, der Geist. Habt ihr die Geräusche gehört? Das war der Geist. Der Unsichtbare ist am Start. Deswegen hören wir auch nichts, weißt du? Okay. Ja gut, wir können uns vielleicht hin... Also solange er da beim Jenny ein bisschen rumguckt, ist ja schön und gut. Zumindest sind Honey und Dark am Jens machen. Ach, er ist auch schon wieder dran. Aber der Geist war auf jeden Fall hier. Ich habe das Geräusch gehört. So. Ja, Chaos Roulette wieder am Start. Das heißt, wenn wir in die Runde gehen, dann wissen wir nicht, was wir haben. Wir können uns keine Perks auswählen. Die werden vorgegeben. Shit. Ne, stopp mal. Ne, wir können wieder ran. Dann hat er die Glocke, dass man das jetzt immer so nur komisch hört, ne? Egal, Hauptsache wir können erstmal fertig machen, den Gen. Das wäre auf jeden Fall schon mal echt nice. Ne, wie gesagt, in letzter Zeit, das Cross-Progression gefällt mir so geil, ne, dass man an beiden Systemen, ich war jetzt in letzter Zeit nur am PC quasi, weil einige von euch wissen ja, ich mache ja mit dem Stone, mit meinem Wingman quasi viele Projekte. Und irgendwie jetzt hatte ich ihm dann letztens erzählt, oder so kam es dann, dass ich gesagt habe, ey, jetzt habe ich meinen ganzen Fortschritt von der PlayStation auf PC. Und dann hat er gesagt, ja komm, lass doch mal einfach mal Dead by Daylight zocken. Öfter. Er will sich da jetzt reinfuchsen. Und so hat sich das ergeben, dass wir momentan in letzter Zeit immer nur am PC immer zu zweit die Sachen gemacht haben. Oh, ach so, ist er. Der ist schon wieder, der ist hier. Ich höre ihn doch schon wieder. Oder ich habe Paranoia. Okay, ich höre auf jeden Fall Honey, ne? Yo. Lass mal, hi. Ah, der ist hier. Ja, der Geist ist schon so eine Nummer für sich, ne? Also. Ach so. Komm. Genau, Honey, machen wir eben fertig. Wenn er jetzt gerade Dark Spark jagt. Ja, ich bin jetzt mit den Perks, die ich jetzt habe. Ja. Oh nein. Nein, ich bin zu spät. Ja, komm. Gib mir deinen Hit. Oh, da ist er. Ja, ich hätte am liebsten irgendwie, oh, nee, Honey ist wieder hier, ne? Shit. Komm schon. Nein! Es war ein Versuch wert. So. Aber gleich. Oh. Das sind zwei verschiedene, ne? Oder? Ja. 2 und 3. Der zweite Gen. Komm. Wo geht der dritte Gen an? Nice. Okay. Also, wir sind voll im Soll, ne? 2 Hooks, 3 Gens. Also, alles gut. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt so mit dem Perk aus. Ich wollte jetzt gerade die Perks. So, ja, gut. Dann machen wir hier. Komm. Nee, also ich habe jetzt, was jetzt aktiv geworden ist, ist hart im Nehmen. Das heißt, man könnte jetzt hier versuchen, so einen Killerschlag dann, wenn man verletzt ist, auszuweichen. Oder quasi, wenn man dann in dieser 0,5 Sekunden ist das, glaube ich. Ist ja nicht mehr so wie damals. Er ist hinter mir. Warum? Hahaha.
Warum muss er jetzt unbedingt tunneln, ey? Machst du kaputt? Oh, ich wollte jetzt in Ruhe mal irgendwie die Perks erklären. Oh, das ist natürlich scheiße. Ah, er macht ihn kaputt. Ja, komm, komm, komm. Oh. Einfach inflationär. Ich hau jetzt einfach die Paletten inflationär weg. Mir, da bin ich schmerzfrei. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war jetzt natürlich super kontraproduktiv. So. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, der rechte Perk ist hart im Nehmen. Wenn ich verletzt bin, dann gibt es so ein 0,5 Sekunden Zeitfenster, wo mich dann Schläge vom Killer quasi, ja, mir so eine tiefe Wunde verpassen und mich nicht down gehe. Ja. Unten haben wir Seelenwächter. Ja, immer wenn ich, nachdem ich geheilt bin oder ich mich aus dem Todesstatus, müsste das sein, ja, wieder erhole, dann habe ich für ein paar Sekunden Konstitution. Kondition. Ja, und ja, also auch, dann kriege ich auch eine tiefe Wunde, sollte er mich schlagen, nachdem ich direkt, also direkt nachdem ich geheilt worden bin oder aus dem Todesstatus mich erholt habe. Das ist dann der gleiche Effekt wie bei Hard im Nehmen. Ne? So. Okay, nice. So, dann haben wir links übereifrig. Ne? Und da haben wir zwar ein Totem, aber ich hänge jetzt lieber ab, ne? Weil für übereifrig, wenn ich ein Totem zerstöre, dann kriege ich einen Boost auf, einen dauerhaften Boost auf Reparaturgeschwindigkeit. Und einen doppelten Boost, wenn es ein Fluchtotem wäre. Ja, das ist jetzt... Ja. Ja, toll, Dark ist jetzt gar nicht geheilt, ne? Shit. No. Nein. Ach, shit, Drachengriff, ey. Scheiße. Hätte ich mal lieber nicht den Jen angefasst, ne? Ja, als letzten Perk haben wir dann noch, wie heißt der nochmal? Stärke durch Schatten. Entweder Stärke in Schatten oder Stärke im Schatten oder Stärke durch Schatten. Da kann ich mich dann eigentlich im Keller heilen. Ah, er ist wieder da. Ja. Der will mich jetzt fertig machen, ne? Jetzt doch nicht. Jetzt will er doch lieber den Gen sichern da hinten, ne? Ah, shit. Okay, wir brauchen nur noch einen Gen. 4 Hooks hat er nur. Ich weiß... Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie oft Drachengriff eigentlich triggert. Hat der muss ja auch einen Cooldown haben, oder nicht? Also das ist manchmal so immer noch meine Schwäche, trotz der ganzen Jahre, weil ich eigentlich fast nie Killer spiele, ne? Also, ich weiß, was die Perks machen und so weiter, aber manchmal habe ich diese Cooldowns oder wie oft ein Effekt eintreten kann und so weiter. Das habe ich nicht immer auf dem Schirm. Komm schon. Ja, auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, mit Stone jetzt immer im Duo unterwegs bei DBD. Er baut jetzt langsam natürlich seine ganzen Perks auf. Das heißt, ein Survivor nach dem anderen auf Level 50 bringen, damit die Perks dann bei den anderen Survivors auch im Blutnetz zu finden sind. Oh, da ist er. Ah, ich hätte weggehen sollen, ne? Ah, die Palette hätte ich jetzt nicht schmeißen sollen. Shit. Kommt davon, wenn man immer so inflationär am Start ist.
Ich weiß, ist jetzt Drachendingen hier, ne? Aber... Komm. Entweder dieser Gen oder der andere Gen da hinten. Eins von beiden. Nein, der war doch zu nah. Ach komm, der hätte gar nicht treffen dürfen, ey. Aber die kriegen jetzt den Gen fertig, ne? Ja gut, okay. Dann war... Opfer ich mich halt mal fürs Team. Ja, das war jetzt auch die Intention. Jawohl. Okay. Ja, eigentlich eher so Lowbob-mäßig, ne? Meine Punkte. Das Dumme ist, dass alle verletzt sind, ne? Nein, er ist gar nicht ganz geil. Oh, er ist da. Honey! Scheiße. Okay. Da ging noch gar nicht, ne? Und der lässt beide gerade liegen. Er sieht auf jeden Fall... Ja, er ist hinter ihr. Scheiße, nein. Ey, was ist das denn für ein Desaster? Ey, da waren drei Stück. Und alle Gens an. Oh mein Gott. Zumindest einer hätte überleben sollen, ne? Wofür habe ich denn sonst mein Leben gegeben? Also mit dem Ausgang hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Oh, nee. Das ist mal... Ich weiß ja auch noch so eine Eigenart von Killern, ne? Da jetzt immer so Bewegungen zu machen, wenn der Survivor da auf dem Boden liegt. Ich frage mich manchmal... Nee, ich lasse es. Ich lasse es. Ich frage mich nichts mehr. Ich frage mich nichts mehr. Ja, gut, okay. Das war die erste Runde Chaos Roulette, ne? Na, schade. Schade, schade, schade. Ja gut, ich würde mal sagen, ich mache dann noch eine Runde. Dann machen wir wieder eine Doppelfolge. Momentan mache ich ja eher Doppel. Bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen. Ciao, ciao. Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Oder willkommen zurück. Können wir auch so, glaube ich, sagen. So, wieder hier in Ledermantel gekleidet. Und immer noch Chaos Roulette. Ne? Diesmal... Ja, gut, bin ich... am liebsten wünsche ich mir, ich würde immer... eigentlich wäre doch geil, Chaos Roulette zu machen und dann vorher noch eine Auswahl zu treffen. Okay. Bin ich, will ich Support, will ich Heiler oder will ich irgendwie so, wie es man schon bei diesem... Scheiße. Ja. Ach, scheiße, er macht kaputt. Er macht kaputt. Der will sich immer so vorbeidrängen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So eine Auswahl vorher und dann gibt es irgendwie Chaos Roulette. Aber mit Schwerpunkt-Perks oder so. Ich weiß auch nicht. Wäre auf jeden Fall nice. Ich würde immer Heiler sein, damit ich mich immer noch selbst heilen kann. Oder Athlet und dann hat man immer einen Boost. Oh, immer einen Boost-Perk dabei oder so. Also es gibt ja mehrere Boost-Perks, ne? Also. Sowas irgendwie in der Art. Wäre schon nice. Bei welchem Event war das nochmal? 2v8? Ja, ne? Da gab es dann immer so, ja, gab es ja Speer und so. Genau. Also so irgendwie mit, ja, so Random Perks.
Das wäre schon irgendwie nice. Nice wäre auch, wenn Honey ihren Gen noch fertig bekommen würde. Nein, sie hat den Skillcheck verpasst. Habe ich genau gesehen. Habe ich genau gesehen da. Ah, shit. Ja, gut, okay. Nebel erfahren habe ich jetzt, ist der untere Perk. Das heißt, wenn ich jetzt, ja, hier so eine... Ist das eigentlich großartig? Ja, ich muss einen großartigen Skillcheck treffen, ne? Dann sehe ich die Aura vom Killer. So für ein paar Sekunden. Links ist klar, schnell und leise. Das habe ich auch so öfter mal mit. Das heißt, wenn wir durch Fenster springen oder sowas ähnliches, dann lösen wir keine Explosion aus, also kein Geräusch für den Killer. Hat einen Cooldown. Warum? Warum? Ich meine, wir sind doch schon zu dritt. Wir haben nur ein Random da. Ich wollte jetzt gerade nichts sagen, ne? Aber ja, war ja schon im zweiten Status. Ne? Ey. Man hat nur einen Random. Und der ist so. Kann ich nie nachvollziehen. Ich denke immer und überlege, aber ich lasse es dann immer. Ist, glaube ich, besser für die Nerven. Sonst muss ich wieder was für den Blutdruck tun. Hm. Egal. So, schnell und leise haben wir auch schon öfter mitgehabt. Oben der Perks Einfühlungsvermögen. Oh, der ist noch hier, der ist noch hier. Der ist noch hier. Ja, vielleicht geht er jetzt zum Gen. Einfühlungsvermögen ist halt einfach, wir sehen verletzte Survivor. In der lila Stufe sind es, glaube ich, dann 128 Meter Umkreis. Hey, 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 was machst du, was machst du? Willst du jetzt dem Random nacheifern oder was? Der jagt da hinten. Okay, also wir können alle noch ein paar Mal hängen. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwie ein bisschen was gerissen, sag ich mal. Ne, und rechts der Perk ist besser als neu. Oh, das ist, jetzt müsste Honey jetzt schneller rennen können. Ja, okay. Also ich meine, wenn ich jemanden heile, dann, ist er danach, hat er einen Boost. Obwohl. Ne, aufs Rennen nicht. Oh, was war das nochmal? Ja, dann die anderen Sachen halt. Also der kriegt auf jeden Fall einen Boost. Aber das war natürlich nicht Rennen. Was schade ist eigentlich. So, komm. So, dann müsste der Sandikopf eigentlich für mich noch einmal reichen, ne? Nee, hält ihn schon ein bisschen hin. Ja gut, okay. Ich hätte es, glaube ich, nicht sagen sollen. Also die Perk-Auswahl, wie gesagt, ist für mich auch so semi. Ne? Einfühlungsvermögen, okay. Zusammen mit Nebel erfahren, wenn man jetzt präzise die Großartigen trifft, dann hat man natürlich auch immer eine schöne Overview, wo der Killer sich befindet. Ich versuche jetzt gerade zu horchen, ob er kommt. Ah, ne. Er hat Dark. Aber trotzdem, dass er es nötig hat, dann doch gerade hinter Honey herzugehen. Ja, dabei ist ja schon einer tot. Ah, jetzt kommt er auch noch hier hin. Ja, komm, okay. Sagen wir mal, wie es ehrlich ist. Ne? Das ist aber jetzt doch schon eine schwache... schwache. Mental schwach auf jeden Fall. Ne, sind wir uns doch jetzt. Aber jetzt, wir sind uns so einig. Ne? Ich meine, einer hatte sich schon aufgegeben, war schon tot. Also ist jetzt schon tot. Er hat jemanden down geschlagen, kann aufhängen. Komm, geh mal lieber. Er kann aufhängen. Kommt lieber zurück, um jetzt da Honey wegzutunneln. Hat er jetzt ja effektiv gemacht. Ne? Hat Honey das erste Mal aufgehangen in der Killerhütte da unten. Dann ist er hier hinterher, hat sie nochmal aufgehangen und jetzt unbedingt das nochmal, weil er sie jetzt loshaben wollte.
Tja. Also. Ich weiß auch nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr. Ob ihr das anders seht oder nicht. Für mich bleibt es das, was es ist. Oh. Ja, komm, ich mach mal ein bisschen Gen weiter hier, ne? Ja, das wird auch in die Hose gehen. Wird darauf hinauslaufen, dass einer von uns vielleicht die Luke bekommt. Wenn er nicht doch irgendwie macht, dass er den einen, dass er vielleicht Slugging macht und einen liegen lässt. Vielleicht sie jetzt liegen lässt und mich jetzt versucht zu holen. Ne, jetzt hängt er auf. Okay, ich gehe mir mal schon mal in die Nähe. Ja, geh mal lieber weg. Ach, jetzt kommt er mal hinter mir her. Ich glaube, hier war die Palette noch, ne? Ja. Shit. Ich hatte gehofft, der läuft da rein. Achso, hier. Boah, war das knapp, ey. Ah, ich glaube, jetzt ist hier nichts mehr, ne? Ah, doch hier. Scheiße, ich wünschte mir irgendwie, das Fenster wäre irgendwie links. Das wäre für mich irgendwie besser. Aber die Killer müssten ja auch Random Perks haben. Ne? Also, was heißt müssten? Die haben ja auch Random Perks, aber ja beim letzten Event auch so. Und klar, vielleicht der eine oder andere Killer greift dann zu anderen Mitteln, weil er dann nicht sein Perk-Setup mit hat. Deswegen, aber ich laufe in die, also ich gehe jetzt in diese Roulette-Runden jetzt auch nur noch mit Sunny-Koffer. Einfach, damit ich halt eine Möglichkeit habe, mich zu heilen, weil, wie gesagt, wenn Dark jetzt auch verletzt wäre, ne, das ist immer, was ich sage, auch in der Vergangenheit immer gesagt habe. Damals konnte man noch Selbstfürsorge ja noch nehmen, jetzt ja mittlerweile nicht mehr, also ist ja dauert ja jetzt ja ewig. Aber das ist das, was ich damals halt auch immer gesagt habe, weswegen ich Selbstfürsorge damals oder immer eine Möglichkeit hatte, mich zu heilen, immer mitgenommen habe. Weil wenn es hinterher darum geht, dass nur noch zwei zum Beispiel auf der Runde sind. Ja, toll, jetzt kann ich mich noch nicht mal fertig heilen. Und einer hängt am Haken und der andere ist verletzt. Ja, dann ist er ein One-Hit. Ne? Dann ist nichts mit abhängen und einen Schlag kassieren und dann noch versuchen, einen Chase oder sowas ähnliches. Dann ist sofort Bingo. Ich könnte versuchen, im Keller die Truhe aufzumachen. Vielleicht habe ich da noch so einen Sunny-Koffer drin. Übrigens, ich habe mir die Runde vorhin auch noch nicht immer angehört. Ich hoffe, mit den Soundeinstellungen ist alles soweit okay. Oh. Schon bitte. Nein!
Ja, komm, wir gehen einfach all in. Jetzt machen wir keine Sprints, wir wissen eh nicht, wann er vorbeikommt, also versuchen wir es einfach durchzuziehen, komm. Vielleicht haben wir Glück und er ist gerade hier abgehauen. Nee, haben wir nicht. Oh Mann. Jetzt komm, häng mich auf. Mach jetzt keinen Sprintscan jetzt hier. Ja, okay. Das war es auf jeden Fall mit, ja, das erste Mal jetzt Chaos Roulette. Übrigens, irgendwas stimmt aber. Also, ich habe ja DBD vorhin angemacht. Und dann wurde mir ja das Chaos Roulette dann erklärt und so weiter, wie immer ja zum Event. Aber dann stand da Eventfolie an. Den gibt's aber nicht, ne? Also ich muss da gleich nochmal nachfragen. Weil, ich sehe keinen Eventfolie an. Also entweder ist es jetzt einfach eine falsche Übersetzung von damals übernommen, wo es dann halt so einen Folian gab, oder es gibt keinen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Und ja, mal schauen, was heute noch so geht. Und was ich dann vielleicht zusammenschneide. Muss ich schauen. Alles klar. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.